Botschaft von Horst, von Harald. Es ist auch Anbetung, wenn wir sehen, wie greifbar und sichtbar die Gnade Gottes wirkt. Horst, Harald, ich darf euch jetzt nach vorn bitten. Auch an dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön von uns für euren Dienst. Es ist gewaltig und stark. Und wir möchten euch jetzt auch segnen für eure Botschaft. Und dass der Heilige Geist wirkt und dass er durch diese Botschaft jedes Herz erreicht. Amen. Danke, himmlischer Vater. Danke, Jesus, für alles, was du getan hast für uns. Danke, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest immer wieder. Danke für alle Spender, danke für alle Gebete. Danke für jede Gabe, die ihr uns mitgegeben habt. Danke, dass wir diesen Dienst auch in eurem Namen tun durften. Und wir haben reichlich Segen empfangen, reichlich Vergebung aussprechen dürfen. Und du, Herr, warst immer mit uns, hast uns begleitet, hast uns geschützt, bewahrt. Ja, und so will ich mal ganz kurz mal zwei Zeugnisse sagen. Ich habe es erlebt, als wir zu einem Mahnmal kamen, niederknieten, dort beteten. Ja, und ich legte dann unser Traktat dort nieder, wo wir um Vergebung beten. Und als ich dann in die Stille kam, war es, als würde sich die Erde unter mir bewegen. Das war für mich ein Erlebnis, was ich so noch nicht kannte. Es war, als wenn die Toten immer noch schrien um Vergebung. Es war für mich sehr bewegend. Aber es gab auch ein anderes Begegnis. Und als wir wieder mal nach einigen Besuchen dann wieder an einem Mahnmal waren, Gebet, Vergebung aussprechen über all das, was wir als deutsches Volk dem Volk Israel angetan haben. Und ich nehme meine Tasche und gehe zurück und erlebe einen Angriff, den ich so in der Form noch nicht kannte. Plötzlich waren Erdwespen da, die stachen überall. Dann am Ohr, das tat am meisten dann weh. Und dann an den Füßen und in der Kniekehle. Also es waren insgesamt 5 oder 6 Stiche hier, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das brannte wie Feuer. Also das habe ich 14 Tage später immer noch gemerkt. Aber Gott ist gut, keine Allergie. Es ging mir danach immer noch gut. Es hat zwar gejuckt und gebrannt, aber Gott ist gut. So durften wir auch für viele dort beten und auch um Heilung beten. Der eine messianische Pastor sagte, du hast Mandat, du hast selber gelitten und du wirst für Kranke beten heute. So konnte ich für etliche Kranke beten. Ich muss das korrigieren. Der Pastor hat gesagt, er spürt vom Heiligen Geist, Harald hat eine Salbung für Kranke zu beten. Okay. Immer korrekt. Ja, und das erleben wir immer wieder, dass einfach Gott uns führt und leitet. Und wir wissen, dass die Gebete hinter uns stehen. Wir wissen, dass wir das brauchen. Dadurch öffnen sich Türen, dadurch werden Wege gebahnt zu ja ganz neuen Sachen. So waren wir mit einem finnischen Pastor zusammen, so waren wir mit einem Pastor aus Lettland zusammen. Und die sagen alle, kommt, kommt, ihr müsst diesen Dienst bei uns tun. Und gerade jetzt ist der Gunther und der Thomas unterwegs in Rumänien. Ist das Gleiche. Kommt, betet, bringt Heilung unseren Völkern. Und ihr habt ein Mandat als Deutsche. Und jeder, der sich angesprochen fühlt, darf gerne beim nächsten Mal dabei sein. Ja, 2 Rentner in 3 Ländern. Durch die Gnade Gottes. Heiliger Geist, bitte hilf mir und hilf meinen Zuhörern. Ich lade dich ein, Heiliger Geist. Jesus soll verherrlicht werden, denn es geht letzten Endes immer um dich, Jesus. Du hast dich am Kreuz geopfert. Du hast alles bezahlt. Du hast auch diesen Dienst bezahlt, den wir erlebt haben. Du hast bezahlt für jeden, der mit gebetet oder gegeben hat. Jesus, du hast das alles erkauft.
weil du dich als Lamm Gottes hingegeben hast. Vielen Dank, Jesus. Jesus, und wir brauchen dich auch für jeden neuen Tag. Wir brauchen dich, wenn wir früh aufstehen. Wir brauchen dich, wenn wir den Tag planen. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen deine Schutzengel. Danke, dass du uns alle bis auf diesen Tag hierher gebracht hast. Herr, deine Güte ist so groß. Hab vielen, vielen Dank, dass ich von den Erlebnissen einen Teil erzählen darf und auch aus deinem Wort noch einiges reden darf. Danke, Jesus. Dir gebührt alle Ehre. Amen. Ja, dieser große Segen ist wirklich ein Ergebnis von Gottes Gnade, Gebet und Spenden. Und wir sind sehr berührt darüber. Vor einigen Jahren schon habe ich oft gebetet, auch dieses Jahrbatsgebet. Gott segne mich und erweitere mein Gebiet, Unglück und Schmerz halte von mir fern. Oder auch in 5. Mose 33, Vers 6, wo der Segen ausgesprochen wird über den Stämmen Israels, Ruben, dort steht, Gott erweitere die Zahl deiner Mitarbeiter. Auch das habe ich gebetet. Oder ich habe vor Jahren noch gebetet, Herr, gib mir die Ukraine. Ist das nicht ein unverschämtes Gebet? Aber wir sollen unverschämt beten. Gerd betet ja auch für 1 Million. Warum nicht? Warum sollen wir unserem Gott nicht Unmögliches zutrauen? Oder Stefan Möbius hat im Herbst 2009 gebetet, Herr, mach einen Flächenbrand aus unserer Arbeit. Und wenn man das jetzt so nimmt, wenn sich das alles multipliziert, was wir gesät haben, dann kann man das schon sagen. Ich will nicht sagen, die Ukraine ist abgeschlossen, das gibt laufend Arbeit. Aber wenn ich mir überlege, dass ich in 90 Städten war mit vielen von euch oder auch noch von auswärts und an viele Pastoren noch Informationen weitergegeben und an viele Pastoren auch diese Informationen über den Versöhnungsdienst und wie Matthias das auch so wunderbar einleitete mit der, wir schämen uns über unsere Schuld. Das ist ja der Kern dieses Versöhnungsdienstes. Und wie Gott das segnet, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich habe das so gebetet damals, aber nicht geglaubt. Aber Gott hat es gemacht eigentlich. Und ich bin so dankbar, dass auch Gerd und Gunter diesen Sommer die Erlaubnis gegeben haben, oder das grüne Licht nach Moldawien und Weißrussland zu fahren. Wir haben erlebt an so vielen Punkten, wie Gott die Leute genau zu dem Zeitpunkt uns dazu geschickt hat. Ich wollte ja eigentlich in meinem Eifer schon eher dorthin fahren. Aber es ist immer gut, wenn man sich der Leiterschaft unterstellt. Ob das nun in Moldawien war, dass gerade dieser Pastor aus Rumänien da war, ein Orthodoxer, der sich bekehrt hat und charismatisch feurig erzählt, wie er bei Zigeunern, Gemeinden 3000 Mitglieder, 6000 Mitglieder und wie dort massenweise Heilung geschehen und kommt nach Rumänien. Und auch der Hinweis von dem einen Bruder, da bin ich selbst noch nicht drauf gekommen, ihr müsstet eigentlich auch den Sinti und Roma dienen. Ja, das ist mir ins Herz gefallen. Auch das wäre dran. Zigeuner. Wir haben mit den Juden viele Zigeuner umgebracht. Und in Moldawien und Rumänien ist das eine aktuelle Sache. Und diese Länder, wie Harald das auch schon sagte, das ruft nach uns. Ja, einen ganz kurzen Abriss eigentlich und dann werde ich zur eigentlichen Predigt kommen. Gott hat mir 5 wunderbare Mitstreiter gegeben, Harald und Margit aus unserer Gemeinde und noch 3 von auswärts. Und in den ersten 14 Tagen, das war diese Reise geplant von unserem Basis aus Ort Zhytomyr nach Moldawien. Und der dortige messianische Pastor hat uns freiwillig, ohne dass ich gefragt habe, seinen Minibus mit Fahrer zur Verfügung gestellt. Und Margit war die Erste, die sagt, fahre ich mit, ohne zu überlegen. Und auch Margit, sie kann kein Russisch. Aber was sie mit ihren Umarmungen erreicht hat, das kann ich nicht. Es ist wunderbar, dieses Puzzle, auch dieser Teams in den ganzen letzten 5 Jahren, die 11 Einsätze, wie wunderbar Gott die Teams zusammenstellt. Oder Eckhard Fiedler, ich glaube, da war 7 oder 8 Mal mit. Aber jede Einzelne zählt. Wer einmal eine Woche mit war, hat einen Platz ausgefüllt, den nicht ich und auch kein anderer ausfüllen konnte. Das ist so eine Summe, so ein Ergebnis. Und die Schwester aus der Lutherkirche, Irmtraut Pötsch,
wo eine Woche vorher, vor der Abreise noch der Mann ins Krankenhaus kam, ganz schlimm, Intensivstation, und es ist gebetet worden und sie ist mitgefahren im Glauben. Was für eine Hingabe. Auch Margit, die hatte Schmerzen, sie konnte manchmal kaum laufen, aber es ging. Einmal haben wir jemanden besucht, kommen wir hin, Fahrstuhl kaputt, 11. Stock. Und Margit mit ihren Beinen. Ja, was machen? Margit, ne, ich gehe mit, mal sehen, so weit wie es geht, da gehe ich mit, wenn nicht, muss ich stehen bleiben. Natürlich, ihr kennt's schon, raten, fahr so mit oben im 11. Stock. Und wie wichtig ist das, so ein gesegneter Besuch. Und das war eine Frau, eine Jüdin, über 80 Jahre, oben ganz ärmlich in so einem Neubau. Und sie sagte, ich will eigentlich nicht mehr leben. Am Ende unseres Besuches sagte sie, ich will noch ein paar Jahre leben. Was Gott auf dieser Reise getan hat. Und dann in dieser ersten Zeit in Moldawien haben wir dann Besuche gemacht, Juden besucht, und dann hieß es, ein Bischof will euch treffen. Der hat von unserem Dienst gehört, und das ist ein Bischof, wenn ihr euch den Namen merkt, Miron, ein ganz junger Mann. Und der steht vor 480 Gemeinden in ganz Moldawien mit ungefähr 20.000 Mitgliedern. Das sind praktisch die registrierten Baptisten. Dann gibt es auch noch ungefähr so eine Zahl, die nicht registrierten Baptisten. Und dann gibt es auch noch freie Baptisten. Also das ist da ein bisschen unterschiedlich. Und das war fast eine anderthalbe Stunde. Und der Mann hat uns zugehört. Und ich kann natürlich nicht sagen, das war's. Eine gesegnete, gesalbte Begegnung, die Gott führt, wenn ein Bischof mich einlädt, das habe ich ja nicht selber gemacht. Damit ist es noch nicht getan. Und das, was wir weitergeben, was ja von Gott ist, dieser Versöhnungsdienst, oder auch, was ich dann immer weitergebe, was ja auch unter www.gclf, unter Israel steht, warum Israel lieben, warum für Israel beten, das habe ich ja auch in Russisch. Und das habe ich schon vielen, vielen Pastoren verschiedener Denominationen gegeben in der Ukraine. Und auch hier in Moldawien. Und dann gebe ich auch, ich habe verschiedene DVDs, weil ich mehrmals schon im Fernsehen sprechen konnte. Ist auch alles Gnade. Ich habe nicht gefragt. Frag mal hier, ich will im MDR reden. Das eine Mal, wo ich auf der Krim war, bei einem Baptistenpastor, schon ein Stück her, dann sagt er, das muss ins Fernsehen. Eine halbe Stunde später war ein Fernsehmann da, da hat es aufgenommen, dann ist es gesendet worden auf der Krim. Das war, glaube ich, 2010. Also im normalen Fernsehen, nicht im christlichen Fernsehen. Das macht natürlich Gott. Wer bin ich denn? Ich bin bloß einer, der vor 20 Jahren gesagt hat, Herr, hier bin ich, sende mich. Völlig unvollkommen. Die paar Russisch-Vokabeln, die ich kannte. Ich bin hingegangen. Im normalen Leben würde man am nächsten Tag entlassen werden. Aber Gott sucht schwache Leute, schwache Menschen. Herr, hier bin ich, sende mich. Und das habe ich auch immer ständig weitergemacht. Wo ich das erste Mal in der Ukraine war, habe ich gesagt, Herr, wann darf ich wiederfahren? Ich muss aufpassen mit der Zeit, sonst. Ach, ich bin so voll, das ist so eine Gnade, das ist so ein Berg von Gnade, das ist eine ganze Pyramide von Gnade. Und ich bin doch lange nicht vollkommen. Wenn ich zu meiner Inge mal unfreundlich bin, kann ich hier nachher wieder sagen, Herr, vergib mir. So, sind wir denn vollkommen? Wir sind Menschen. Aber was Gott mit unvollkommenen Menschen macht, die sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, das ist gewaltig. Und ich muss noch dazu sagen, ich war nie ein Leiter. In meinem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, es war so eine Werberei wie hier, war ich Betriebselektriker, eine super Stellung. Dann hat der Chef gefragt, wer macht einen Brigadier, sollten dann Brigadiers? Er hat mich zuerst gefragt. Ich habe es nicht gemacht, weil ich war nie ein Leiter. Ich habe immer eher einen Buckel hingehalten. Harald hat mich auch immer erinnert in der Ukraine, Horst macht den Buckel gerade. Ja, man hat so seine Lasten, das ist noch nicht gut, also man braucht immer noch Auferbauung, ständig. Und das erste Mal, wir waren ja auch schon bei Pfarrer Heidel vor 20, ne, vor 17, 18 Jahren, wo ich mit Inge oft dort gefahren bin, also 20 Jahre machen wir diesen Dienst, da waren wir auch oft für uns alleingestellt, also unsere eigenen Chefs. Aber das erste Mal war ich Leiter, als 2008 im Herbst, mit unserem ersten Team, dann Gerd zu mir gesagt, ich setze dich jetzt ein als Leiter. Und da dachte ich, was wird das werden?
Ja, Gott macht das. Wir kennen Gehen. Im Gehen macht uns Gott stark. Im Gehen gibt Gott uns Fähigkeiten. Er gibt uns Helfer. Was hat Gott die ganzen Jahre für Übersetzer oder Helfer gegeben? Es macht alles Gott. Es sind vorbereitete Werke. Preis den Herrn. Ja, und dann kam diese Frage in Moldawien bei unserem ersten Einsatz dort. Am 5.10. ist der Marsch des Lebens. Und unser Plan war ja, ersten zwei Wochen, Anfang September war Moldawien, dann eine Woche Ukraine, wo Harald ein Team geleitet hat und war in einer anderen Stadt. Und ich war mit einem Bruder auf der Krim, mit einem Bruder drüben vom Schwarzwald. Und dann war Plan mit dem Zug von Kiew nach Minsk in die Hauptstadt Weißrusslands. Und von dort am 2.10. zurückzufahren mit dem Bus. So, und jetzt sagt er, komm am 5., du wirst gebraucht als Deutscher. Erster Marsch des Lebens in Moldawien, in der Hauptstadt Chisinau. Ja, was macht man in so einem Moment? Unerreichbar, wie soll das alles werden? Das erste ist Gebet. Jesus, ich bin bereit. Für die unmöglichsten Dinge in unserem Leben können wir sagen, Jesus, ich bin bereit, aber du musst es machen. Mach's bitte. Und ich habe sofort, wo der mir das gesagt hat, ich mache das meistens gleich sofort. Wenn man sowas auf Abend aufschiebt, dann hat es der Teufel oft geraubt. Sag ich, Jesus, gleich am Tisch gebetet. Ich bin bereit, am 5. nach Moldawien, das zweite Mal nach Moldawien zu fahren. Aber mach du das bitte. So, nur dann verging ein bisschen Zeit. Und wo ich dann das innere Ja hatte, habe ich meine Inge angerufen. Ja, welche Frau freut sich, wenn der Mann noch 14 Tage länger unterwegs ist, aber treu wie sie ist und immer zu Hause parallel dient mit einer Hingabe, dass ich fahren kann. Und sie hat manches auch abzukriegen, manche Anfechtung. Das ist nicht leicht für eine Frau, die dann zu Hause ist. Und die Inge hat dann ihr Ja gegeben. Nicht gleich mit Hurra, aber so. Dann habe ich einen Gerd angerufen, habe ihm das erzählt. Ja. Und dann dachte ich so, naja, den Harald kann ich nicht alleine nach Hause schicken, weil der Bus ging über Polen und dann mitten in der Nacht 3,5 Stunden Wartezeit und dann nach Deutschland, so war es geplant. Da dachte ich mir so, ne, dann fahren wir eben am 2. Oktober nach Hause und am 3. bin ich hier und am 4. müsste ich dann nach Moldawien fliegen. Das waren so meine Gedanken. Und ich hätte es auch gemacht. Und als ich eines Abends in unserer Basisstation eine Mail schrieb, vielen Dank auch Tobias, dass ich die Mails hier weitergeben darf und dass du das weiterleist als Gebet. Das ist unbezahlbar für jemanden, der in Mission ist. Und ich schreibe gerade die Mail, bin gerade fertig, kommt gerade der Harald zufällig in Anführungsstrichen herein. Und ich habe es nicht von Gott irgendwie gehört. Ich rede oft einfach aus meinem inneren Zeugnis und man wundert sich hinterher, was da manchmal stimmt. Kenneth Hagin sagt ja auch, das Wichtigste ist das innere Zeugnis. Denn wäre jetzt meinetwegen auch von euch jemand, ach, ich höre nicht so wie die oder wie viele hören hier und da hat man das gesagt. Also wenn Jesus in uns wohnt, darf ich auch erwarten, dass die meisten Treffer göttlich sind, wenn ich was mache, was mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und ich sage dem Harald so im Vorbeigehen, Harald, falls dir, ich habe ihn nicht direkt gefragt, ich bin immer davor, auch die ganzen letzten Fahrten, ich habe niemand direkt angesprochen, ich sage nur, Herr, bitte gib mir die Mitfahrer. Denn da ist nicht so viel Fehlerquote, als wenn ich selber jemanden anspreche. Das kann auch Manipulation sein. Fahr mit, fahr doch mit. Aber wenn ich sage, Jesus, mach du das. Das sind vielleicht ein paar weniger. Aber das sind jedes Mal auserwählt von Gott. Entschuldigung. Die Profis, die hier oben reden, die hätten beide das Mikrofon zur Seite gehalten. Und ich sagte zum Harald, falls der Heilige Geist dir sagt, du sollst mit dem Horst von Minsk nach Moldawien wieder fliegen, dann sag mir Bescheid. Der Harald ging wieder raus aus dem Zimmer, also aus dem Büro dort, wo der Computer, den ich habe das Wochenende zur Verfügung. Und dauert keine 10 Minuten, kommt der Harald wieder. Also meine Frau hat auch ja gesagt, ich fahre mit. Also hat er natürlich kurz vorher den Herrn gefragt und dann seine Frau. Und was war das für ein Segen, 4,5 Wochen mit dem Harald zusammen. Also jeder andere, ich will keine Klassifizierung machen. Aber wie wichtig war das, dass ich, wo ich alleine bin, dass ich einen Harald hatte. Ja, also so waren die ersten 14 Tage Moldawien, dann die Woche Ukraine. Und dann fahren wir mit dem Bus nach Kiew.
Und dort, Gott gibt ja überall Helfer. Dort war ein Mann, ein messianischer Jude. Bei denen hatte ich früher schon mal übernachtet und das hatte ich vorher telefonisch gemacht. Wenn ich mit dem Harald nach Weißrussland fahre, können wir bei dir. Ja, klar, kommt. Wie sind wir dort bewertet worden? Also meine Frau sagt schon, wenn ich in die Ukraine fahre, nur, dann kommst du wieder dicker wieder, als wie du gefahren bist. Diese Gastfreundschaft in diesen Ländern, das ist einfach stark. Ja, so kamen wir nach Weißrussland und dort auch, es war nichts geplant außer den Telefonnummern. Und auch dort dieser Empfang am Bahnhof hat uns, ich kann das jetzt nicht die Einzelheiten erzählen, es tut mir fast leid. Der hat uns empfangen, dort ein messianischer Pastor, der die erste messianische Gemeinde Weißrusslands gegründet hat und umarmt uns. Ihr seid eine Gebetserhörung, ihr seid die Antwort auf meine Gebete. Und er ist in dieser Nacht von Lettland gekommen und hat das Telefonat von einem Pastor, wo wir erst einen anderen angerufen hatten, weitergeleitet, richtig kommen zwei Deutsche, die machen Versöhnungsdienst. Und da wusste dieser Pfingstpastor, dass dieser messianische Pastor im Serb für Versöhnung arbeitet. Und er hat uns mehrmals umarmt und hat uns ins Quartier gebracht bei einer Schwester. Die hat uns dort bewirtet, auch gigantisch, kann ich nur sagen. Und früh auf dem Tisch mal nur als kleines Schmankerl, was Gott alles so organisiert. Auf dem Tisch verschiedene Marmeladen und Honig. Ich sage, der Honig ist aus Sibirien. Und ich erzählte ihr meine Geschichte, dass mein Großvater in Sibirien gewohnt hat, in einem Dorf. Und da sagt sie, meine Mutter wohnt in Sibirien. Meine Eltern sind geschieden, der Vater ist von hier, die Marmeladen, die sind von ihm aus dem Garten und der Honig ist von der Mutter aus Sibirien. Und dann hat sie mit Skype mit ihrer Mutter gesprochen und sie kennt dieses Dorf, wo mein Großvater gewohnt hat und sagt, bitte komm nach Sibirien, du kannst bei mir wohnen. Es gab auf dieser Reise noch zwei Einladungen nach Sibirien. Das habe ich auch vor Jahren schon den Herrn gesagt, Herr, ich bin bereit, ich will nach Sibirien. Natürlich gebe ich das dem Herrn hin und dann gibt es nur eins warten, ob das Gott führt oder nicht. Denn du brauchst Gesundheit, du brauchst Geld, das können wir ja alles gar nicht machen. Und wenn ich nicht immer mal auch von meinen Eltern, von Gott eingeteilt, irgendwas finanziell kriegen würde, hätten wir auch diesen ganzen Dienst die ganzen Jahre nie machen können. Also Gott sorgt. Ja, und diesem Weißrussland, auch in dieser Gemeinde, bei dem messianischen Pastor, wo Harald dann für die Kranken gebetet hat und ich könnte da im Gottesdienst vielleicht für 20 Minuten was sagen. Und dann habe ich so von vorne gebetet für die Heilung der Seelen. Und da sagte der, alle sollen mal aufstehen, die Angehörige verloren haben, standen viele auf. Und was ist das schon? Du sprichst so ein Gebet, was ist das schon im Verhältnis zu dem Leid? Aber wenn Gott in einer Kleinigkeit ist, unser Dienst ist ja so wie die Brot- und Fischvermehrung. Was ist das, was wir geben? Aber Gott nimmt das und Gott macht, was da ist. Und dann sagte eine Frau, das ganze Leben war wie so eine Glocke der Traurigkeit über ihr und die ist weg. Einfach nochmal so ein Beispiel. Und dann in Weißrussland war ja auch eines der schlimmsten Ghettos neben Warschau. 130.000 Juden sind dort umgebracht worden. Und eine Frau sagte uns, das war schlimmer wie im KZ. Da ging es irgendwie geordnet zu. Habe ich nicht ganz verstanden. Manchen Tage sind 100 erschossen worden, manchen Tage 3.000. Und viele sind durch Krankheit und durch Hunger umgekommen. Also schlimm, schlimm, schlimm. Die eine Frau sagte, die haben wir dort auch besucht. Also Gott führt uns immer an die, auch an die Punkte, wo Direktoren, also an höhere Stellen. Und die Frau, die dort arbeitet für die Ghetto und KZ Opfer in Minsk, ist selbst 78, leitet das jetzt noch. Und sie sagte, sie konnte 43 Jahre nicht mal mit ihrem Ehemann darüber sprechen. Wenn man nur das Beispiel nimmt, was muss das für ein Leid sein? 43 Jahre nicht mal mit dem Ehemann über das gesprochen, was sie im Ghetto erlebt hat. Und das haben wir Deutschen verursacht. Was ist das für eine Gnade, dass Gott uns jetzt nimmt für diesen Versöhnungsdienst. Und ich sage euch, der ganze Osten wartet drauf. Eine andere Frau, 80 Leute umgebracht. Die hat mir dann ihr Buch geschenkt, in Deutsch und in Russisch. Bitte komm wieder. Harald wird das alles bestätigen können. Wir haben manchmal bloß die Luft angehalten, was Gott uns serviert. Auch die Kleinigkeiten, die Gastfreundschaft. Das ist so eine lange Liste. Ein anderer Mann, Jude, 60 Leute umgebracht. Aber
auch nicht mit einer Vorwurfshaltung. Wie viel Vorwurfshaltung haben wir untereinander, wenn mal eine Kleinigkeit ist oder irgendwas, wie steckt der Widerhaken hier drin? Wie sagt Luther, nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nicht schneller als eine Wohltat. Und diese Leute sagen, kommt wieder. Und ich hatte auch eine Goldkette mit, die viel Geld gekostet hätte, knapp 500 Euro, hat Uwe Lackey mir im Frühjahr gegeben, oder meiner Frau. Gold und Silber, wir haben das den Juden geraubt und es ist Gnade, wenn wir das wiedergeben können, nicht nur symbolisch, sondern auch direkt. Und das habe ich im Frühjahr, ich habe sie wieder mit zurückgebracht. Ich hatte kein Ja vom Heiligen Geist, die wegzugeben. Und dann in Weißrussland habe ich sie dem Mann gegeben, der die 60 Familienangehörigen verloren hat. Das ist ein messianischer Jude, der dient, der fährt überall rum, spricht auch Deutsch. Es ist nicht leicht, immer solche Entscheidungen zu treffen. Auch da hilft jedes Gebet von euch, diese Entscheidung richtig zu treffen. Ich muss gerade an Rainer Deutscher denken, er hat für mich intensiv gebetet. Jedes Gebet zählt. Wenn einer von euch nur einmal ein Gebet gesprochen hat, das kommt an und das trägt dazu bei, dass ich gesund wiederkomme. Rainer sagt, er ihn hat Gott öfters geweckt, wo er für mich gebetet hat. Und er hat gesagt, er war froh, wo die Zeit um war, dass ich wieder da war. Das ist auch dienen. In so einer Gebetshaltung. Und ohne solche, von solchen Leuten lernen wir. Jedes Einzelne, aber das sind auch wichtige Sachen. Man braucht sich gar nichts einzubilden, wenn man hier stehen darf und das berichten darf. Das ist pure Gnade Gottes. Und dieser Mann mit der Goldkette hat dann gesagt, ich mache dann auch vieles noch durchs Telefon, so eine Nachbearbeitung von Versöhnung. Und dann habe ich einen aus dem Zug angerufen. Und da sagt er, es war ein gestandener Mann. Ich habe das nicht gedacht, dass das ihn so beeindruckt. Er sagt, ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Und ich sage dir, wenn er die Kette sieht, wird er jedes Mal daran denken, du bist wertvoll. Und sie durften mir schon viele goldene oder silberne Ringe weitergeben. Und das hat Menschen berührt. Dort, wo Worte nicht hinkommen, kommen Geschenke hin. Dann auch in Weißrussland die Einladung nach Mogilew, das war 200 Kilometer von Minsk entfernt. Und war auch die Frage, in Minsk war eine Einladung, 2 Millionen Stadt, und dort, wo gehst du hin? Und wir beten dann, und wie schön ist das auch, wenn man dann einen Bruder hat und man ist dann eins und man ist sich dann sicher als Leiter, ja, mein Bruder hat das auch, denn du kannst auch als Leiter einen Fehler machen und verkehrt liegen. Und sind wir dorthin gefahren und ich habe ja auch am Anfang die Information, dass man vorsichtig sein muss, Weißrussland und so weiter. Gott hat uns dazu eine Freiheit geschenkt. In der größten Pfingstgemeinde von fast 3000 Mitgliedern konnte ich sprechen. Und in diesem Regionaltag, 200 Kilometer weiter weg, war gerade einmal im Jahr eine Konferenz mit 14 Pastoren der Pfingstgemeinde und ungefähr 400 Leute. Auch dort könnte ich sprechen. Was macht Gott? Ich will das nicht höher stellen als einen Einzelbesuch. Einen einzelnen Menschen zu besuchen und ihn zur Vergebung zu bringen. Mehrmals haben Juden gesagt, ich vergebe euch. Und wenn für eine Person der Weg zum Himmel gebahnt wird, kann das mehr sein, als wenn 400 Leute zuhören und nicken und prüfen doch nicht diese Worte, die ich gesagt habe, oder das Israel ist unsere Wurzel, wir müssen Israel lieben, wir müssen Israel dienen. Und Gott hat einen Plan mit Israel. Wenn das die 400 Leute nicht ernst nehmen, ist der Besuch mehr wert bei einer einzelnen Person. Ja, und dann sind wir also von Weißrussland mit dem Zug zurückgefahren nach Kiew. Und in Kiew wurde man auch noch gefilmt, war ein frisches Fernsehteam, wo wir hingefahren sind schon, Gott multipliziert. In einer Zeitung, die in der ganzen Ukraine erscheint, war ein Interview vom Frühjahr, was sie mir abgenommen hatten, der Deutsche kommt und bittet Juden um Vergeben. So können wieder tausende Christen lesen, den Juden dienen. Und wer mit einem ehrlichen Herzen nachdenkt, unsere Aufgabe ist ja auch immer, die Völker anzureizen, dass sie auch ihre Schuld an den Juden sehen. Ja, und dann sind wir von Kiew mit dem Flugzeug nach Chisinau, das zweite Mal geflogen, als ich das zweite Mal, Harald das erste Mal. Und man hat mir das Wort erteilt auf dem Marsch des Lebens, dort wo es um die Vergebung ging.
als Erster zu reden, ganz kurz. Wir sind dann auf die Knie gegangen, Harald mit und noch ein Deutscher, den wir am Tag vorher kennengelernt hatten. Auch mehrere Interviews und auch dort wieder besondere Besuche. Ein Besuch war auch so tröstlich. Ein alter Mann, der hatte dreimal Schlaganfall und lag so gekrümmt im Bett und ist gefüttert worden. Und wir haben dann für ihn gebetet. Ich habe mit Öl gesalbt und Harald hat dem Geist der Taubheit, der Sprachlosigkeit geboten, auszufahren. Und dann hat er tatsächlich geredet. Die Koordinatorin, die hat gejubelt, er redet das erste Mal, natürlich nicht deutlich, aber. Und er hat dann auch noch ein Übergabegebet an seinen Messias Jesus Christus nachgesprochen. Ehre sei dem Lamm. Und dann noch was, dann hatte ich in Moldawien das Buch von Jakob Damkani, was ich von den anderen bekommen hatte, mitten ins Herz, wer es vielleicht kennt in Deutsch. Das bringt Liebe zu Israel, aber ist auch für Juden wichtig, dass sie ihren Messias finden. Und bei einem Essen mache ich meinen Aktenkoffer so auf und das Buch ist so leicht sichtbar. Da sagt er, ach, das Buch, das suche ich schon lange. Das war unser Quartiergeber, der Leiter des Marsches des Lebens in Moldawien. Sagt er, das Buch brauche ich. Dann habe ich dem das Buch geschenkt. Ist auch wunderbar, wenn du irgendwelche Geschenke hast und du schenkst sie nicht weg und irgendwann kommst du genau an die Person, die es braucht. Wenn da Gott nicht helfen würde, könnte man wieder manches verkehrt schenken und es hätte nie die Auswirkung. Und dann sagt er, Entschuldigung, das ist, sagt er, von diesem Buch brauche ich 2000 Stück, damit die Juden in Moldawien ihren Messias erkennen. Wir sind dann zusammen, ein Stück später sind wir spazieren gegangen nach dem Essen durch den Park, haben so die Natur genossen, es war wunderbares Wetter. Und dann sage ich auch, komm, wir beten gleich dafür. Harald und dieser Mann